Unsere Aufgabe sehe ich darin, dass wir das Futter selbst erzeugen. Bei uns fängt die Futtererzeugung beim Saatkorn an und endet bei der Ernte des Futters, was wir hier heute auch gerade sehen. Bei uns wird in erster Linie Luzerne angebaut, Luzernegras und natürlich auch Mais. 90% des Futters stammt von unseren eigenen Feldern direkt hier um Schmargendorf, um die Molkerei und um den Hof herum. Wir arbeiten ganzheitlich. Das bedeutet, von der Futterherstellung über die Aufzucht und Pflege der Kühe bis hin zum fertigen Milchprodukt liegt bei uns alles in einer Hand. Zwischen Kuh und Kunde gibt es nur uns.